Abschließend können wir nochmal dazu sagen, dass Jan und ich mega stolz drauf sind, was wir uns die letzten 3 Jahre erarbeitet haben und aufgebaut haben mit euch zusammen. Und wenn ein Kanal wächst, muss dieser allmählich auch mal ein bisschen reformiert werden. Hallo Freunde von Gewitter im Kopf. Hallo liebe Freunde. Wir melden uns nach langer Zeit nochmal zu Wort bei euch. Und zwar haben ja viele die Frage gestellt, warum es in der letzten Zeit so ruhig auf unserem Kanal geworden ist. Aber es hat einen guten Hintergrund. Also, unseren Kanal gibt es im Februar schon seit 3 Jahren. Diese 3 Jahre sind unglaublich schnell vorbeigegangen. Oh ja. Und ein Kanal wächst und verändert sich im Laufe von 3 Jahren. Wir haben in den letzten 3 Jahren unseren Fokus zu 100% auf das Thema Tourette-Syndrom gerichtet. Und wenn ein Kanal wächst, muss dieser allmählich auch mal ein bisschen reformiert werden, damit dieser auch noch weiterhin wachsen kann und sich vielleicht auch im positiven Sinne noch fortentwickeln kann. Daher haben wir uns einige Strategien und Formate ausgedacht, um unseren Content ein bisschen umzubauen. Das ist auch der Grund, warum jetzt im Januar, abgesehen von den Shorts, noch keine neuen Videos gekommen sind. Wir sind ja noch dabei, die neuen Formate auszuarbeiten und zu produzieren. Und die jeweils 2. Teile vom Kellner-Video oder auch vom Polizeivideo werden dann voraussichtlich ab Februar kommen. Genau, so sieht's aus. Wir sind nämlich nicht untätig und liegen die ganze Zeit nur auf der Couch. Das ist nicht gerade ausgegangen. Und sitzen die ganze Zeit auf der Couch rum und machen nichts. Nein, wir haben uns die Frage gestellt, wohin soll es mit dem Kanal dieses Jahr gehen? Wir haben ja jetzt 3 Jahre mehr oder weniger viel oder hauptsächlich nur Tourette gemacht und viel Aufklärung bezüglich des Tourette-Syndroms betrieben. Das soll natürlich immer noch so sein. Und ja, so haben wir uns einige neue Dinge überlegt, richtig? Genau, es wird mehrere neue Formate geben, die wir ausarbeiten. Also zum Beispiel werden wir viel mehr Fokus zum Beispiel auch auf das euch ja schon bekannte Format Zeigt dein Gesicht wenden und sind da aktuell dabei, einige Drehtermine auszuarbeiten, wollen vor allem dabei ins Sachliche gehen. Genau, so sieht's aus. Es geht uns jetzt nämlich darum, immer noch über das Thema Tourette aufzuklären. Klar, natürlich, das machen wir nach wie vor. Tourette ist ja sowieso auf unserem Kanal immer dabei. Also es ist, ich glaube, es wird nie ein Video geben. Ja, also ob man halt das jetzt möchte oder nicht. Wir werden den Fokus zwar auch auf andere Themen jetzt richten, aber die Ticks werden natürlich so oder so mit zu sehen und zu hören sein. Genau, so sieht's aus. Und zwar geht es uns jetzt nochmal besonders darum, auch auf andere Themen aufmerksam zu machen. Das heißt, nicht nur andere Krankheitsbilder, sondern auch einfach, ja, Menschen die Chance zu geben, auf unserem Kanal ihre Geschichte zu erzählen und andere Leute, die vielleicht genau das Gleiche erlebt haben, zu erreichen oder auch Leute, die da noch nichts drüber wussten, aufzuklären. Und deswegen haben wir uns gedacht, das Format Zeigt dein Gesicht soll in Zukunft dazu da sein, dass wir die Menschen, die hinter diesen Geschichten stehen, wirklich kennenlernen, sie durch ihren Alltag begleiten, quasi das Gleiche mit dem machen, was wir auch mit Jan gemacht haben über einen längeren Zeitraum. Das wollen wir jetzt auch mit euch da draußen machen und euch durch euer Leben begleiten und in verschiedene Lebenssituationen oder auch an Orte des Geschehens mitzunehmen, wie zum Beispiel Dinge, die ihr mit euren Geschichten verbindet, Sachen oder Orte, die bei euch was auslösen und mit euch an diese Orte zu reisen und ja, euch einfach mal zu begleiten und den Menschen da draußen euer Leben vorzustellen quasi. Genau. Und das ist tatsächlich auch nicht das einzige Format, an dem wir arbeiten. Die anderen sind nämlich ganz neu. Wir haben einige andere Formate noch im Petto. Natürlich bleiben Formate, die wir bisher hatten, auch bestehen, ne? Genau, zum Beispiel das Praktikumsformat, bei dem wir in verschiedene, vor allem interessante Berufe mal eintauchen. Auch darauf möchten wir uns vor allem ab diesem Jahr mehr konzentrieren und halt darum Praktikumstage oder auch mehrere Tage in verschiedenen Berufen machen, um diese auch mal genauer zu zeigen und selber mal zu erfahren, wie es ist, darin zu arbeiten. Das Ganze wird, wie ihr es bereits kennt, entweder nur mit Jan passieren, mit mir passieren oder vielleicht auch mal mit einem Gast ab und zu, das weiß man nicht. Da könnt ihr auf jeden Fall auf einiges gespannt sein. Ab und zu wird vielleicht auch noch mal ein Koch- und ein Backvideo kommen, aber das ist jetzt, das möchten wir euch dann nur damit mitteilen. Bezahlt wird. Nein, auch so. Doch. Aber wir möchten euch damit nur zeigen, dass da jetzt nicht mehr unser Fokus drauf liegt, sondern der Fokus wirklich darauf liegt, etwas aufwendigere Videos zu machen und uns da auch mit ein paar neuen Formaten oder so auszuprobieren und mit euch zusammen diese Formate auszuprobieren. Eins der neuen Formate ist beispielsweise das Format Challenge Accepted. Da wollen wir noch nicht zu viel von verraten. Da wird jetzt aber auf Instagram eine Ankündigung kommen. Entweder ist die heute schon online oder die kommt morgen. Das könnt ihr gerne mal auschecken. Dort werden wir das Format noch mal ein bisschen genauer erläutern. Auch generell zu den neuen Formaten werdet ihr dort sehr viel Content finden, den wir hochladen werden, um euch das einfach näher zu bringen und uns da mit euch auszutauschen, was da eure Vorschläge sind, was eure Meinungen sind. Und speziell auf das Format Challenge Accepted jetzt gesehen. Das wird ein Format sein, dass ihr sehr viel Einfluss nehmen könnt. Ihr als Community habt sehr viel Bestimmungsrecht in dem Format. Das wird auch ein Format sein, wo öfter mal Gäste auftauchen werden. Es wird auch ein von der Produktionsweise her ein sehr aufwendiges Format sein, was es bisher so auf YouTube auch nicht gibt. Da wollen wir jetzt aber noch nicht so viel zu verraten. Das erfahrt ihr auf Instagram, wenn es soweit ist und es damit losgeht, denn da seid ihr dann auch gefragt. Deswegen ganz, ganz wichtig, checkt auf jeden Fall mal unseren Gewitter im Kopf Instagram-Kanal ab. Sagt uns auch gerne immer, auch hier unter dem Video, eure Meinung zu der ganzen Sache, eure Wünsche für den Kanal für dieses Jahr.
Und ja. Auf das Format Challenge Accepted freue ich persönlich mich sogar sehr, weil das halt mal was komplett Neues wird und das wird extrem. Genau, wie der Name es verrät, auch einige Herausforderungen mit sich bringen wird. Und wir sind dazu bereit, alle möglichen Ziele zu besuchen. So sieht's aus. Auch Nordkorea. Man kann zu Challenge Accepted nur mal schon und mal so Pandora. Als kleiner Hinweis sagen. Pandora. Wir werden mit euch zusammen bei jeder Challenge quasi eine Wette eingehen. Und ihr werdet die Möglichkeit haben, uns extreme Aufgaben vorzuschlagen. Aber dazu mehr später. Ja? Das lassen wir raus. Okay. Dummer Hu. Nix gegen Tina. Aber vor jedem Video, was wir hochladen werden, wird auch nochmal eine kleine Erklärung vorher eingeblendet werden, worum es eigentlich genau geht, worum es genau geht. Und wie gesagt, falls ihr Updates nochmal haben wollt zu der ganzen Sache, wir werden nämlich jetzt anfangen, mit dem Format Challenge Accepted das schon zu produzieren. Deswegen habt ihr die Möglichkeit, auf Instagram vorbeizuschauen und da schon mit zu interagieren. Deswegen macht das. Abschließend können wir nochmal dazu sagen, dass Jan und ich mega stolz drauf sind, was wir uns die letzten 3 Jahre erarbeitet haben und aufgebaut haben mit euch zusammen. Wir haben eine mega geile Community geschaffen. Genauso wollen wir halt dieses Jahr auch wieder weitermachen. Deswegen bleibt dran, wir freuen uns, erwartet euch sehr Großes und uns, denke ich, auch. Wer weiß, was dieses Jahr noch alles bringen wird. Das weiß man ja nie. Und, wir freuen uns auf jeden Fall beide sehr auf dieses Jahr und dann sehen wir uns im nächsten Video oder auch im nächsten Short-Video auf unserem Kanal wieder. Tschüss. Bis dahin, macht's gut.